Die kann nicht auskalieren, genau. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich denke mal, dass sie mit dem umgehen kann. Sehen auch die Skibrille von Anna Fenninger im Gepardenlook, setzt sich ja auch sehr für diese gefährdete Tierart ein. Da hat man sich auch von den Herstellern schön ausschaut, einfallen lassen. Jetzt geht's dahin. Jetzt geht's los. Anna Fenninger jagt die Führung von Maria Höfel-Riesch. Dritte war sie heuer schon in Lake Louise. Heimsieg gefeiert beim letzten Start in Lyon, so wie das alte Jahr beendet hat. Jetzt beginnt das neue Skijahr für unsere Nummer 1 im ÖSV-Damen-Ski. 122 km/h, das ist sehr gut. 23 war die schnellste Geschwindigkeit. So ein guter Speed und fangen sehr dynamisch an. Also da ist schon Entschlossenheit dahinter, gut zu sehen bei den ersten Toren. Ja, cool. Richtig über die Welle, richtig draufgesprungen. Ja, einfach ein bisschen eine Vorlage gehabt. Ist sehr gut da reingefahren in den Schwung, aber trotzdem schaut er das an. Wahnsinns-Zwischenzeit. Riskiert halt alles, ja. Ja, und hat sich da auch nicht rausbringen lassen durch diesen Fehler oben. Jetzt das Gleitstück. Ja, normalerweise mit diesem Vorsprung bringt sie ja mehr Geschwindigkeit ins Flachstück mit. Müsste normal funktionieren, wenn sie halbwegs den halten kann. Das wäre natürlich ein Traum. Ja, sehr gut. Und ausgebaut. Halbe Sekunde schon Vorsprung für Anna Fenninger. Wird sie aber auch brauchen, denn sowohl Weirater als auch Höfel-Riesch waren im Mittelteil ganz hervorragend unterwegs. Ja, aber dieser Mittelteil, der liegt ihr extrem gut. Sie ist eine brillante Technikerin. Fährt natürlich jetzt das Wasserschloss. Engste Linie, schau wie lang in der Abfahrtsposition. Boah, das ist genial. Super. Anna Fenninger, 6 Zehntel Vorsprung. Ja, das ist bisher eine Traumfahrt. Also, ja, schau. Muss man gar nicht mehr viel dazu sagen, das funktioniert einfach. Das passt sehr gut. Keine Unsicherheit zu erkennen bei der Salzburgerin. 32, 45, Achtung jetzt noch. Letzte Kurve, ein bisschen weit unten, aber 7 Zehntel Vorsprung. Ja. Das sollte sich eigentlich ausgehen, wenn da nichts mehr passiert. Ja, kommt natürlich auch mit einem Höllentempo zu dieser Kurve hin. Also das war sensationell. Achtung, Schlusssprung. 2 Jahre nach Elisabeth Görgel. Ich schaue nicht hin, Alexandra. Bravo, wir haben einen Sieg. 700 Vorsprung auf Maria Höfel-Riesch. Und Anna Fenninger führt hier in Altenmarkt-Zauchensee. Ah, sehr cool. Was für eine Nervenstärke. Wär's fast nur knapp vor bis ins Ziel, gell? Bin überhaupt dafür, dass wir bald alle Rennen nach Österreich verlegen. Wenn's noch dann geht, schon. Jetzt, Anna, hier die Familie hergekommen, natürlich sehen wir da alle Meter Fanclub. Aber jetzt heißt es noch zittern. 700. Vorsprung, hauchdünn auf Maria Höfel-Riesch. Ist das der erste Abfahrtssieg in der Karriere der Anna Fenninger. Dreimal war sie Dritte. Und das genießen wir noch einmal. Ja. Boah, das war mutig. Die gesamte Fahrt wirklich gut. Und ich glaube, dass ihr die Zieleinfahrt deshalb nicht so gelungen ist, weil sie doch um einiges schneller hinkommen ist als alle anderen. Aber dank dem Vorsprung geht es ja aus, gell? Ja, nur noch in der dritten Startgruppe in der Abfahrt ist Elisabeth Görgel mit der hohen Nummer 28 jetzt unterwegs. Er versucht noch einmal alles für die Wirbelsäule umzutun. Genau, sich locker zu machen. Zweimal auf Rang 10. Zuletzt also auch der Trend in den Abfahrten geht bergauf und sie war hier schon zweimal Achte in Altenmarkt-Zauchensee eben. Einmal hat sie gewonnen in ihrer Karriere in Bad Kleinkirchheim. Ja, gutes Bild gleich mal zu Beginn. Auch sie da ähnlich wie Fenninger mit sehr viel Schwung zur Welle gekommen. Aber gut funktioniert. Ein gutes Schauen Zeichen für dich. Genau, das ist sehr schnell. Wenn man sich das traut, da muss man mutig sein, wenn man die Linie fährt. Springt extrem weiter ins Kälberloch. Schau nur 3 Zehntel, das schaut gut aus. Sehr aggressiv unterwegs, Elisabeth Görgel. Mhm. Kann da vorne mitfighten mit den absolut Besten. Müsste jetzt die 14er Zwischenzeit holen. Gut, super, schneller als Anna Fenninger. Schau dir das an. Und jetzt natürlich ist es wichtig. Schau, da bleibt sie aber gut auf Tempo. Das direkte Duell der alten und der neuen Abfahrtsiegerin. Kommt jetzt Elisabeth Görgel und schnappt der Anna auf noch den Sieg weg. Drauf an. Jetzt wird es entscheidend. Kann sie die gut meistern? Ja, das ist gut gefahren. Ein Wahnsinn. Jetzt kommt es zu dem Sprung, den sie eigentlich nicht gefahren ist im Training. Aber das wird nichts ausmachen, Peter. Heute schwingt sie nicht ab. Heute zieht sie drüber mit Vollgas. Volle Kanne.
Elisabeth Görgi. Und Anna Fenninger. Geht's hier aus? Wahnsinn. Halbe Sekunde Vorsprung. Elisabeth Görgi ist wieder da, ganz oben, nach zwei Jahren. Und Mama Traubelhecher Görgi kann es nicht fassen. Genauso wie im Griech bauen wir. Ja. Also, Wahnsinn. Wir haben uns viele erwartet. Die ist im Training bis zum Sprung eben sehr gut gefahren. Aber das Rennen zu gewinnen und ich glaube, es wird reichen. Jetzt muss sie selber lachen. Gewinnt hier zwei Jahre nach ihrem letzten Sieg wieder. Und die Abfahrtsweltmeisterin ist plötzlich da wieder drinnen, auch im Goldkreis für Sochi. Jetzt dürfen wir eins erzählen, Alexander, denn sie, der Tag hat heute für Elisabeth Görgi schon sehr schwach begonnen, denn sie ist nämlich liegen geblieben mit ihrem eigenen Auto, stand an der Straße, ohne Benzin, ausgegangen, war fuchssteifes Wild, ist am Straßenrand auf und ab gehüpft, wie jetzt ihre Fans, wie ein Rumpelstilzchen, war fuchssteifes Wild, ist wahnsinnig spät gekommen, musste dann noch eben zum Start gebracht werden und hat das alles umgesetzt jetzt. Und Jürgen Griechbaum, das muss man sagen, ist bisher ja der Mann, der auch im Speed-Team wirklich neuen Speed gebracht hat.